Guten Morgen, ihr Lieben! Heute startet der Tag sehr früh, denn es ist endlich soweit und es geht auf Landesschau. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich schon meine weiße Hose ausgepackt. Das war Rheins Shirt und jetzt bereiten wir noch die Pferde vor. Die müssen jetzt erstmal noch gewaschen werden in der Früh und dann fahren wir auch schon los. Fahrzeit ist circa eine Stunde. Es wird ein aufregender Tag. Ich bin gespannt, was der Tag bringt und jetzt kommt mal mit. Als erstes steht jetzt erstmal noch Duschen auf dem Plan. Die müssen natürlich auch schön sein. Und deshalb wasche ich die beiden jetzt noch einmal direkt in der Früh. Die Pferde sind fertig. Ich hole sie jetzt einmal. Sie sind gut getrocknet. Und dann geht es jetzt auch schon los. Jetzt geht es ans Verladen. Und ich bin einfach so aufgeregt, was der heutige Tag bringen wird. Richtig verladen, Profi zu zwei. Schaut euch das mal an. Einfach nur so lieb. Pferde sind verladen. Es kann losgehen. Auf den Paukenschlag pünktlich. Hier fährt einfach eine Katze neben unserem Wohnmobil. Sie chillt ihr Leben. Hallo Kenno. Du bist ja süß. Fahrzeit war knapp eine Stunde und dann waren wir auch schon da. Wir sind gut angekommen. Das Wetter ist jetzt noch nicht ganz so herrlich, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Wir sind optimistisch. Ich habe jetzt hier die beiden Pferdepässe dabei. Wir gehen jetzt einmal zur Anmeldung. Müssen die Startgebühr zahlen, sagen, dass wir da sind, dann kriegen wir Startnummern und dann geht es auch bald schon los. Wir haben jetzt die Startnummern bekommen und einmal das Programmheft. Mit Tiger Lily sind wir Startnummer 3, Sweetie ist Startnummer 23. Jetzt bin ich richtig gespannt, was der Tag so bringt. Kommen sie mal raus und dann richten wir sie her. Erster Starter ist Tiger Lily und danach ist dann auch schon die hübsche Sweetie dran. Tiger Lily ist bereit. Sieht sie nicht wunderschön aus? Ich bin so stolz auf dieses schöne Pferdchen. Jetzt gehen wir ein bisschen Schritt, bereiten sie ein bisschen vor und dann ist auch schon der erste Start. Tiger Lily ist ein bisschen aufgeregt. Es sind schon die ganzen anderen Starter auch bereit. Die führen auch alle schon Schritt. Wir gehen jetzt auch ein bisschen Schritt und ich hoffe, sie entspannt sich ein bisschen. Sie ist immer noch sehr aufgeregt und wir haben auch noch 20 Minuten bis zu unserem Start. Ich bin optimistisch, dass sie sich bis dahin ein bisschen beruhigt. Hinter uns ist jetzt einmal der Ring, in dem wir jetzt gleich die Pferde präsentieren werden. Das ist schon alles aufgebaut, richtig schön dekoriert mit Blumen. Und ja, Tiger Lily ist on fire. Tiger Lily war dritte Starterin. Erst waren noch zwei andere Teilnehmer und wir kamen dann an dritter Stelle. Und hier war sie dann schon. Sie hat sich von ihrer besten Seite gezeigt und richtig cool präsentiert. Schaut sie euch an, sie ist einfach wunderschön. Nur beim Laufen konnte sie nicht ganz so punkten. Hier war sie ein bisschen schüchtern und ein bisschen verhalten. Das kam aber auch, weil sie heute einfach super aufgeregt war, die Hübsche. Danach kamen dann noch weitere Starter. Es waren insgesamt 8 Starter in dieser Klasse, alles verschiedene Rassen. Die natürlich auch hier jetzt alle einmal im Endring präsentiert werden. Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich diese ganzen Rassen sind. Tiger Lily hat auch ein Schleifchen gewonnen. Sie hätte sich noch ein bisschen besser heute präsentieren können. Trotzdem bin ich super glücklich. Next to go ist die wunderschöne Sweetie. Sie sieht einfach nur bezaubernd aus und ich bin ganz gespannt, wie sie abschneiden wird. Sweeties Mama wurde einfach Landesschau-Siegerstute. Sie hat den Endring gegen die Großpferde gewonnen. Erfolg liegt auf jeden Fall in ihren Genen. Ich bin richtig gespannt. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich habe Sweetie dann ein bisschen aufgewärmt. Schaut sie euch an, wie wunderschön sie einfach ist. Sweetie ist auf jeden Fall auch on fire. Das sind natürlich auch 3-jährige Stuten, die natürlich noch nicht so oft außer Haus waren und ja auch noch sehr jung sind. Da dürfen sie auch ein bisschen aufgeregt sein bei solchen Veranstaltungen. Gell, Sweetie? Sweetie ist auch ein wunderschönes Pferdchen und ich hoffe, sie zeigt sich jetzt gleich von ihrer besten Seite. Gleich geht's los. Ich bin richtig aufgeregt, wie es wird. Sweetie ist auf jeden Fall entspannter wie Tiger Lily. Das ist schon mal richtig gut. Und jetzt geht's los.
Dann ging es an die Siegerehrung. Und Sweety wurde Reserve Champion im Endring. Ich habe mich einfach riesig gefreut. Hier hat sie eine riesige Schärpe gewonnen und hat eine richtig tolle Bewertung erhalten. Also ich war überglücklich mit dieser Bewertung. Die Schärpe war für Sweety etwas riesig. Sie ist eigentlich für die Großpferde ausgelegt. Aber kein Problem, wir haben sie ein bisschen geknotet und dann ging es schon. Ich bin mehr als begeistert über dieses Ergebnis. Wir haben sogar den zweiten Platz im Endring gewonnen. Also unfassbar toll. Einfach Sweety hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Und ich bin überglücklich mit dieser tollen Nachzucht. Die beiden Stuten haben super abgeschnitten. Sweety hat sich heute ein bisschen besser präsentiert und ja, war einfach super erfolgreich. Ich bin so glücklich. So können wir auf jeden Fall jetzt wieder beruhigt nach Hause fahren. Und ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht es gut. Tschüss.